Am gestrigen Abend hat Apple iOS 15.4 Beta 3 für Entwickler veröffentlicht und doch noch einige kleine Änderungen und Anpassungen in diesem Update vorgenommen, und die schauen wir uns im heutigen Video einmal etwas genauer an. Wenn dich übrigens Videos zu neuen iOS und iOS Beta Versionen interessieren und du möchtest in Zukunft keine weiteren Updates mehr verpassen, dann lass jetzt gerne ein Abo da und wir schauen uns iOS 15.4 Beta 3 direkt nach dem Intro etwas genauer an, und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir mit einer kleinen Änderung, die schon in Beta 2 integriert wurde. Und zwar war es möglich, das Beta 3 Update über mobile Daten herunterzuladen. Das ist normalerweise nicht möglich gewesen. Man musste immer eine WLAN-Verbindung haben, um diese großen Datenmengen herunterzuladen. Und nun ist es eben möglich, seit Beta 2 für Beta 3 sozusagen das Update auch über die mobilen Daten herunterzuladen. Und gerade für Nutzer, die Unlimited-Verträge haben und zu Hause vielleicht gar kein WLAN haben, ist das auf jeden Fall eine sehr praktische Sache, dass man hier eben die Möglichkeit hat zu wählen, ob man eben über WLAN oder über das mobile Datennetz das Update herunterladen möchte. Wenn man mit iOS 15.4 Beta 3 das erste Mal die Apple Podcasts App öffnet, dann wird einem ein neuer Splash-Screen, in meinem Fall jetzt noch auf Englisch, dargestellt, und man sieht zwei neue Funktionen, die in Apple Podcasts hinzugefügt wurden, nämlich einmal die Möglichkeit, nach Episoden zu filtern oder eben nach unterschiedlichen Staffeln zu suchen, was auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache ist, dass Apple immer weiter an Apple Podcasts arbeitet und die App entsprechend noch etwas optimiert. Nachdem ich das Update auf iOS 15.4 Beta 3 installiert habe und das erste Mal die Einstellung-App geöffnet habe, dann habe ich hier so einen Hinweis bekommen, ähnlich wie wenn man ein Profil installiert hat oder zum Beispiel Face ID oder Touch ID einrichten soll, dass man eben hier einmal zu der Notruf-SOS-Funktion gehen soll, die sich eben hier befindet, und man eben Notfallkontakte bzw. Notfallnummern hinterlegen soll. Diese Funktion hatte ich bereits hinterlegt. Bei einigen wurde das Ganze nur angezeigt, wenn es eben nicht hinterlegt war. Auf jeden Fall ganz schön, dass Apple nochmal darauf hinweist, dass man eben diese Notruf-SOS-Funktion durchaus nutzen sollte. Ab iOS 15.4 ist es möglich, Face ID auch mit Maske zu verwenden. Dazu kann man hier dann eben zusätzliche Gesichter hinzufügen, zusätzlich dann hier noch einmal mit Brille oder eben hier in meinem Fall mit Maske. Und man hat hier eben dann noch so ein paar weitere Einstellungen, die man eben vornehmen kann. Und ganz neu ist jetzt, dass wenn wir hier die Aufmerksamkeitsprüfung für Face ID deaktivieren wollen, dass wir hier so ein neues Pop-up bekommen. Und wenn das Ganze deaktiviert ist, dann funktioniert es eben nicht mehr so zuverlässig mit Maske. Also hier steht, wenn du eine Maske trägst, erfordert Face ID in jedem Fall Aufmerksamkeit. Das heißt, wir müssen eben diese Funktion aktiviert lassen, um eben das Ganze mit Maske zu verwenden, weil wir eben beim Entsperren mit Maske das Gerät anschauen müssen. Das heißt, wir müssen eben einmal mit unseren Augen sozusagen in die Face ID hineinschauen, und diese Aufmerksamkeitsprüfung ist dafür eben erforderlich. Das heißt, wir schalten das Ganze hier wieder ein, damit eben Face ID mit Maske auch zuverlässig mit meinem Gerät funktioniert, und dieser Pop-up ist jetzt eben neu. Neben den ersichtlichen Änderungen in der dritten Beta von iOS 15.4 gibt es aber noch ein paar versteckte im Code. Und zwar arbeitet Apple wohl aktuell an neuen Benachrichtigungsaufforderungen für die Notizen-App. Das Ganze geht auf jeden Fall aus dem Code hervor, und Apple wird hier mit Sicherheit in den nächsten Wochen und Monaten, in den nächsten Updates, noch einige Änderungen in den Benachrichtigungen vornehmen, wie jetzt hier zum Beispiel in der Notizen-App. Aber wie gesagt, das Ganze ist noch nicht im Frontend zu sehen, es ist bisher nur im Code aufgefallen. Ebenfalls im Code ersichtlich ist, dass Apple einige Änderungen und Anpassungen für die neue Funktion Tap to Pay on iPhone hinzugefügt hat. Dieses Feature soll bald erscheinen, und damit soll es dann eben möglich sein, vorerst in den USA eben Geld zu transferieren von iPhone zu iPhone oder auch von Kreditkarte zu iPhone über kontaktloses Bezahlen. Und diese Funktion erscheint eben mit iOS 15.4 zumindest theoretisch bereits im Code. Apple hat das Ganze auch schon angekündigt, und sie sind aktuell dabei, diese Funktion noch weiter zu optimieren, damit sie dann eben zum Release auch zuverlässig funktioniert. Und natürlich hat Apple auch diverse Fehler behoben in diesem Update, unter anderem auch wieder in der Apple Health App, was die Covid-Zertifikate angeht. Da gab es nämlich wieder Probleme, welche hinzuzufügen. In Frankreich und in Irland, solltet ihr also dort leben, dann sollte es jetzt wieder funktionieren, dass ihr dort eure EU-Zertifikate vernünftig hinzufügen könnt und diese dann eben auch über Apple Wallet ausgeben könnt. An sich läuft dieses Update auf jeden Fall mittlerweile sehr stabil und zuverlässig. Es gibt aber noch sehr viele Fehler, die Apple im Changelog, also in den Release Notes, auch angibt. Das heißt, es gibt noch bekannte Fehler, zum Beispiel in der Apple Home App, in den Einstellungen und so weiter, die jetzt im Alltag nicht unbedingt auffallen, aber es sind auf jeden Fall noch diverse Probleme vorhanden. Daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass auf jeden Fall in der nächsten Woche noch eine vierte Beta kommt, vielleicht sogar noch eine fünfte Beta, bevor dann eben der Release Candidate kommt. Dementsprechend wird es auch ein bisschen eng mit einem Release bereits
bereits auf dem Apple-Event Anfang März sollte dieses wirklich dort stattfinden. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Auf jeden Fall ist noch so ein bisschen Optimierungsbedarf vorhanden. An sich läuft diese Software, diese Beta, aber im Alltag wirklich schon sehr zuverlässig. Und damit wären wir jetzt am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ich euch wieder so ein bisschen auf den neuesten Stand bringen konnte, was die aktuelle Beta-Version von iOS 15.4 so zu bieten hat. Wenn das der Fall war, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch weitere Änderungen oder Neuerungen gefunden habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um in Zukunft keine weiteren Beta-Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!